und ein herzliches Willkommen hier bei White Knight, hier im Vorraum der... Oh Gott, da kriegt er Kopfschmerzen, wenn er also rausgeht, in die Dunkelheit geht, oder wie? Ja, wir stehen hier direkt vor der Bibliothek und machen uns mal ein bisschen Licht. Denn in der Bibliothek gab es noch was zu entdecken, wie wir festgestellt haben. Bis vorhin war hier noch hinten ein Geist. Vermutlich Maya-Zeichnungen. Der Besitzer musste wirklich gebildet sein. Oh Gott, das fängt ja super an. ich würde gerne mal das Ding hier drehen nochmal, aber... Also wir haben jetzt schon zwei Messer reingesteckt in die Augen der komischen Frauen hier. Es müsste noch irgendwo ein weiteres Messer sein. Aber ich weiß nicht wo, muss ich zugeben. Wir werden einfach mal ein bisschen hier uns umgucken und hoffen, hier was entdecken zu können. Was haben wir hier noch? Oh, ein Schädel. Können wir hier noch was machen mit... Oder war hier letztes Mal das Messer drin? Bestimmt. Hallo? Wer auch immer das war, hatte eindeutig massive Probleme mit Frauen. Ach du Scheiße. Oh, was ist das? Ist doch ein Zeitungsartikel. Nicht vergessen, die Schatten bewegen sich. Mutter, oder sollte ich sagen, was für eine übrig ist, scheint sich mit der Zeit zu entwickeln. Zuerst war sie vollkommen statisch, als wäre sie in ihrem eigenen Albtraum gefangen. Jetzt bewegt sie sich durch das Haus, wie sie es getan hat, als sie blind war, bevor sie starb. Margaret war hinter den Türen, wo sie in obszönen und perversen Posen innehielt, die ihrer kranken Verstand ihr einredet. Ich kann mich nicht bewegen, ohne ihre Klauen zu fürchten. Ah, ich sehe schon. Den können wir anschalten. Ah, geil. Elektrizität wurde zu einem sehr guten Freund, der sich ranmachte. Okay, ich habe eine Entdeckung gemacht, die mein Leben retten könnte. Elektrisches Licht tötet die Geister. Könnte der Tod selbst sterben? Oh yeah. Jetzt haben wir Schwein. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie wir jetzt am dümmsten dahin kommen. Rezept Frankreichs und der französischen Inseln. Okay, tahitianischer Rohrfisch. Zutaten für 6 Personen. Ich habe Angst, dass wir jetzt hier das tatsächlich für irgendein Rätsel brauchen. Okay, so Zutaten für 6 Personen. Pfund, Rohr, Eier, Sushi. Okay. Das ist das nächste. Pot au de Soucis. Wurstkohlauflauf. Bœuf Bourguignon. Keine Ahnung. Und Zucker. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade vorlese. Aber bei dem Ding war ein Schlüssel dabei. Ich hielt den Schlüssel ganz fest und betete, dass er nützlich war. Ich hatte endlich den Küchenschlüssel gefunden. Dieses kleine Stück Metall war entscheidend für mein Überleben. Ach, das ist der Küchenschlüssel? Ach, da gibt's bestimmt dann das letzte Messer, was wir brauchen. Mit etwas Glück. Das wäre natürlich super. Das müssen wir uns bemerken. Denn ich gehe jetzt erst einmal hier hin und drehe das Teil auf dieses Bild und belasse es denn dabei. Das ist schrecklich, man sieht halt überhaupt genau nichts. Mann, hätte das gar nicht gebraucht. Ich wusste, dass ich da lang komme. Du siehst es halt einfach nicht. Okay, wir gucken jetzt einfach mal ganz flott in die Küche hinein. Hallo Küche. Küche. Und wie ich gerade feststelle, habe ich gar keinen Timer mitlaufen. Oh, hä? War hier nicht mal Licht an oder so? Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten noch hier Licht. Oh Mann. Die Streichhölzer gehen auch schon wieder relativ schnell zur Neige. Das will mir nicht gefallen. Aber wir haben zum Glück welche aufgesammelt. Da hinten standen sie doch. Scheiße, wie machen wir das jetzt? Oh Gott, das sieht echt ein bisschen krank aus. Controller-Vibration hat meistens nichts Gutes zu bedeuten. Jetzt schnell rein da. Aber ganz flott. Wir nehmen nochmal die letzten beiden Streichhölzer mit. Ist hier irgendwo ein Lichtschalter? Das wäre
Großartig. Licht, 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 Licht. Wir brauchen Licht. Was ist das? Küche. Korridor. Licht. Oh mein Gott, ja. An den Anzeigen konnte man sehen, welche der beiden Birnen brannte. Okay, anscheinend brennt ja das Küchenlicht, wie wir gerade sehen. Oh Gott. Die Küche war vor Jahren vermutlich ein lebendiger Ort gewesen. Ja, natürlich war er das. Das sind die meisten Küchen. Ja. Kühlschrank sah zwar mitgenommen aus, aber er funktionierte noch. Ich hatte das Gefühl nicht los, dass hier noch jemand lebt. Jetzt war das Geschirr in der Spüle voller Leben voll. Gibt's hier noch irgendwas? Er guckt hier schon so. Ich möchte nichts verpassen, deswegen. Oh, hier, er wollte doch irgendwas nehmen. So. Oh, 38! Großartig. William Wespers Tagebuch, Auszug 21. 9. Juni 1922. Verflucht sei dieses Volstead-Gesetz. Es ist jetzt eine Woche her, dass Winterstone mir etwas Bourbon besorgt hat. Seit der Razzia in der Beckford-Distillerie ist die ganze Stadt ausgetrocknet. Ich werde Alkohol mit dem nächsten Frachtschiff aus Anang schmuggeln müssen. Dieser asiatische Fussel verbrennt mir die Eingeweide, aber was habe ich schon für eine Wahl? Es wird Wochen dauern. Diese verdammten korrupten Bullen können sorgenfrei schlafen. Niemand kommt nachts aus der Dunkelheit, um sie anzugreifen. Was für eine dumme und scheinheilige Bevormundung. Was bleibt den Armen? Was bleibt, bevor du dich um meine Gesundheit kümmerst, solltest du dich fragen, ob es mir dann besser geht. Ich sollte ausgehen, versuchen, einen neuen Kontakte zu knüpfen, aber die Schatten werden mich verfolgen. Wer weiß schon, was draus passieren kann, vor allem, wenn ich am Steuer sitze. Ach, kann das sein, dass der aufgrund der Tatsache, dass diese Frau ihn verfolgt hier, einen Unfall begangen hat und dementsprechend die Frau dann aus Versehen, also die Jazzsängerin, überfahren hat. Oh, mit dem Messer war Selina geschnitzt worden, bevor es mit der Gewalt reingerammt wurde. Ja, ich möchte es bitte haben. Ich brauche beide Hände, okay. Dann machen wir das Feuerzeug bitte aus. Ich meine, ernsthaft, wieso macht er das nicht aus? B gedrückt halten war es doch, oder? Irre ich mich jetzt? Nee, irgendwie macht er das nicht, was ich möchte. Ich müsste beide Hände benutzen, um die Klinge zu entfernen. Ist die Tür offen? Ja, ist die. Aber wir können hier relativ wenig anfangen mit. Die Klinge steckt bemerkenswert fest. Dann ziehen wir sie mal raus. Jetzt haben wir die zweite Klinge. Cool. Das heißt, wir sollten zurück in die Bibliothek gehen. Hoffentlich ist der Geist jetzt nicht hier direkt vor uns. Oh, ich will hier weg. Nein, wir sind momentan allein hier. Oh mein Gott. Da ist der Geist. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich bin quasi gar nicht... Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Was soll das? Licht an. Komm schon. Kann ich die Tür wieder aufmachen? Verdammt. Wir müssen den anderen Weg nehmen. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Na geil. Okay. Ich gehe jetzt mal langsam hier lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab mich ja leicht erschrocken, also nur wirklich leicht. Quasi ganz unmerklich. Wer hätte damit rechnen können, dass direkt hinter der Tür wohl dieser Geist auf uns wartet? Ich mach's sicherheitshalber noch ein Streichholz an. Ich möchte ja keine bösen Überraschungen erleben. Das ist Selina.
Ist das Selina überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Irina ist das. Ich muss das Streichholz wegwerfen. Ich brauchte beide Hände. Och, du mal mit deinen beiden Händen kriegst nicht mal ein Messer da rein. Was soll das? Mach das Streichholz aus, bitte. Wobei, ich weiß mal, welchen hat man noch? Virginia. So, Irina. Ja, machst du bitte das Streichholz... Oh Gott, wieso drehst du dich um? Ich mag's nicht, wenn du dich umdrehst. Tu es. Denk nicht nach, sagt die Stimme in meinem Kopf. Steck es rein. Oh. Okay, wir haben jetzt anscheinend einen Geheimgang geöffnet. Also beziehungsweise nicht geöffnet, aber immerhin. Ach du Scheiße, das hat die Lampe umgeschmissen. Es war total kaputt. Hier konnten wir ja nicht durch. Wo mussten wir jetzt dahin, oder was? Dieses Buch wahrscheinlich. Ach du Scheiße, krass. Jedes gute Haus hat Geheimgänge, das weiß man. Haben wir irgendwo Licht in diesem Raum? Da war Licht. Komm, mach an. Der Schall bewirkte nichts. Suchen mal den Stecker. Stecker, 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 Stecker. Stecker, Stecker. Ach Gottchen, wir müssen sogar noch in den Nachbarraum, um den Stecker reinzustecken. Oder was? Und wir zurück. Oh Gott, oh mein Gott. Was? Selina, wer bin ich? Was? Sind wir tot? Verdammt! Verdammt! Ah, Mist, jetzt müssen wir das nochmal machen. Okay, diesmal wissen wir, wie es geht. Ah! Merken, öfter speichern. Okay. Selber schuld. Ich wollte eigentlich gerade speichern gehen, aber dann dachte ich mir, ah, da ist ein Geheimgang, den gucken wir uns doch lieber mal an. Ach, Mann! So Mist. So. Ich hoffe, dass wir ja die Einträge kriegen wir dadurch nicht nochmal, oder? Die haben wir ja quasi schon mal. Genau, das ist der Schlüssel. Den brauchen wir jetzt. Gib mal bitte. Vielen Dank. Dann machen wir jetzt die Lampe schon mal jetzt auf die richtige Position. Das ärgert mich immer am meisten. Du hast teilweise Stellen, da brauchst du theoretisch gar kein Feuerzeug oder ein Streichholz. Aber trotzdem wirst du mehr oder minder dazu gezwungen. Aber eins muss ich... Und das andere, was mir aber jetzt gerade mittlerweile ziemlich gut gefällt, beziehungsweise was mich ein wenig erfreut, ist, dass wenn man... wenn der Gegner einen erwischt, also die Ole, dass man dann nicht so einen Jumpscare so bam, kriegt und so weiter, sondern... Dass dann einfach das Spiel vorbei ist und nicht plötzlich irgendwelche Schreie ertönen. So, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal hier ganz kurz den Schnitt, beziehungsweise mache ich jetzt hier die Folge zu Ende. Gehe mit unserem guten Inspektor, was auch immer, schieß mich tot, an die Stelle, wo wir vorhin waren. Speichere zwischendurch nochmal und dann machen wir an dieser Stelle genau weiter. Dann also bis gleich.